Heute möchte jeder ein Stück von Sylvester Stallone nach Hause nehmen. Seine Bilder farbenfroh und ausdrucksstark. Und hier kommt der Künstler, Sylvester Stallone, der Hollywood-Actionheld schlechthin, der überraschenderweise schon malte, bevor er Schauspieler wurde. Als ich 12 Jahre alt war, habe ich mit Zeichnen begonnen. Die Bilder habe ich aber niemandem gezeigt. Später habe ich mit Malen meine Rollen vorbereitet, um die Figuren zu verstehen. Dann haben die Schweizer meine Bilder gesehen und jetzt sind sie hier. Da hängen sie nun. Und zwar dank dem Zürcher Galeristen Matthias Rasthofer. Dieser besuchte Stallone zu Hause und war sofort von dessen Talent überzeugt. Wichtig bei den Bildern, wenn sie durchgehen, ist, es hat alles mit seinem persönlichen Leben zu tun. Es hat mit seiner Profession zu tun. Das sind alles Porträts von Heroes. Wenn Sie anfangen mit dem ersten Bild hier in der Ausstellung, das heißt Herkules, als kleiner Junge war das sein Idol. Stallone liebt seine eigenen Bilder, wie auch dieses Michael Jackson Porträt. Und genau hier liegt das Problem. Ich hasse es, sie zu verkaufen. Am liebsten würde ich sie nur zeigen und wieder mit nach Hause nehmen. Aber das geht natürlich nicht. Außerdem ist es eine große Ehre, wenn die Leute die Bilder kaufen wollen. Zu Hause habe ich auch welche aufgehängt, aber meine Frau sagt immer, nimm deine Bilder runter, du bist so selbstverliebt. Das ist immer ein Kampf. Stallone gibt sich volksnah und plaudert mit den Gästen. Und diese sind von seinen Kunstwerken angetan. Sie wirken ein bisschen wild, ein bisschen wie Comics für mich. Und ein bisschen einfach das Rote, also sind Raufgängertum, seine Actionreichheit und einfach, das widerspiegelt irgendwie seine Filme. Ich finde sie sehr interessant und mein absoluter Liebling ist das da mit den ganzen vielen Briefen der Fans, finde ich super spannend. Das ist ein Bild, glaube ich, wo man selbst noch die ganze Zeit davor stehen kann und schauen kann, was sie so geschrieben haben. Den Vernissagenbesuchern gefällt's. Doch wie reagieren wohl seine Freunde aus Hollywood auf seine Malerei? Die werden alle so richtig eifersüchtig. Sie würden gleich alle anfangen zu malen. Übrigens, Arnold Schwarzenegger malt auch. Er zeigt seine Bilder einfach nie. Nicht einmal mir. Ich glaube, es gibt viele heimliche Maler. Aber alle sind zu schüchtern, um ihre Bilder zu zeigen. Stallones Bilder kosten zwischen 50.000 und 150.000 Franken. Doch wenn man charmant fragt, lässt er mit sich verhandeln. Nur für dich mache ich einen Spezialpreis. Sylvester Stallone ist eben nicht nur Actionstar und Künstler, sondern auch ganz Gentleman.